Eilmeldung aus den USA, Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat jetzt einen riesen Fehler gemacht. Es geht um US-Wahlkampfeinmischung. Sie hatte einen Auftritt bei Maybrit Illner und hat sich dort extrem negativ zu Donald Trump geäußert. Wir werden gleich die einzelnen Ausschnitte hierzu ansehen, aber diese Aussagen blieben natürlich den Amerikanern nicht verborgen und Trump und die Republikaner, die sind gerade eben richtig auf 180 und drohen mit massiven Konsequenzen, nicht nur für Annalena Baerbock, sondern für ganz Deutschland. Bevor wir diese Konsequenzen genauer beleuchten, würde ich aber sagen, wir schauen uns mal die erste kontroverse Szene an. Lassen Sie davor noch ein Abo da. Wir schauen rein. Wenn so viele Frauen, Frau Baerbock, wenn so viele Schwarze, wenn so viele Intellektuelle, wenn so viele Hispanics, so unterschiedliche Menschen Donald Trump wählen, dann kann er irgendwie nicht nur der Held der alten weißen Männer sein, oder? Nö, war er offensichtlich nicht, weil dann wäre das Wahlergebnis sehr viel schneller, sehr viel klarer gewesen. Und auch das ist ja was... was wir auch hier in Europa, auch in unserem Land, ja, dass man mit einfachen Antworten, auch mit Blick auf die Frage, wie geht man gegen Populismus vor, wie geht man auch gegen Rechtsextremismus vor, nicht einfach mit einfachen Antworten daherkommt. Die Menschen haben es einfach nicht verstanden oder sie sind abgehängt und deswegen wählen sie so. Und deswegen muss man sich, glaube ich, in den USA, aber wir uns dann hier genauso, es geht ja nicht nur darum, die USA irgendwie von außen zu belehren. Dies hier waren jetzt noch nicht die eigentlichen negativen Aussagen, die werden wir gleich sehen, aber auch schon dieser Teil, man merkt einfach in ihren Unterton, wie negativ sie gegenüber Trump eingestellt ist und selbst die Bild-Zeitung berichtet von diesem Riesenfehler und titelt hier, dass Annalena Baerbock bzw. das Auswärtige Amt sich in den US-Wahlkampf einmischen, ein absolutes Unding, und andere Zeitungen haben ja davor auch schon immer wieder getitelt, dass Kamala Harris die große Hoffnungsträgerin sei für die Amerikaner. Die Realität sieht aber mittlerweile so aus, dass Trump haushoch bei den Wettanbietern führt, was natürlich in Deutschland gar nicht berichtet wird, und dass er mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit die Wahl in den USA gewinnen wird. Und dann in diesem Fall sollte es sich eine Außenministerin nicht mit den zukünftigen US-Präsidenten verscherzen. Stimmen Sie mir hier zu, dann geben Sie dem Video doch einen Daumen nach oben. Und jetzt kommt es zu der eigentlichen Szene, die diesen enormen Eklat ausgelöst hat. Eigentlich seit dem Tag seines ersten Amtsantrittes hat er ja auf systematische Art und Weise versucht, demokratische Strukturen anzugreifen, die ganzen Kampagnen mit Lügen, Menschen zu diskreditieren und die Vorstellung. Und ich glaube, das ist wichtig, auch für uns hier in Europa, als Europäer aus dieser Wahl zu lernen, auch aus Wahlen, die wir ja in Europa schon hatten, auch wo Populisten, wo viele dann gesagt haben, naja, sollen die erstmal ins Amt kommen? Und dann werden die sich schon einfinden und dann wird alles halb so schlimm werden. Ich glaube, das ist das wichtige Momentum, dass wir gemeinsam als Demokraten weltweit begreifen. Nein, solche Leute, die eben demokratische Strukturen vorher angreifen wollen, die setzen das in der Tat um. Es wird schlimmer werden, weil natürlich solche Angriffe dann auch verfangen, weil Minderheiten unterdrückt werden, weil Menschen ihre Rechte genommen werden. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, ein Amerikaner würde sich so in den deutschen Wahlkampf einmischen. Er würde davon reden, dass Baerbock demokratische Strukturen auflösen würde und so weiter. Das wäre ein absolutes Unding und das macht man einfach nicht. Und ein Trump-Vertrauter hat jetzt auch veröffentlicht, welche Konsequenzen letztendlich die Republikaner in Erwägung ziehen gegenüber Deutschland wegen Wahlkampfeinmischung. Und dazu wurde ein 3-Punkte-Plan veröffentlicht, den ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Der erste Punkt ist die diplomatische Abkühlung gegenüber der Außenministerin. Sie wird sozusagen bei wichtigen Treffen mit den Amerikanern nicht mehr richtig einbezogen und man führt eventuell Verhandlungen mit anderen wichtigen Persönlichkeiten im Auswärtigen Amt. Der zweite Punkt ist die Abkühlung bzw. die Einschränkung der Zusammenarbeit, was die NATO betrifft. Das hat ja Trump schon länger angekündigt und Annalena Baerbock könnte hier letztendlich nochmal das Ganze beschleunigen sozusagen,
dass Trump sagt, warum soll ich mit Deutschland zusammenarbeiten in der NATO, wenn die uns doch im Grunde nur beleidigen oder die Amerikaner beleidigen. Und der letzte Punkt ist, dass Trump eventuell in Erwägung zieht, sich ebenfalls in den deutschen Wahlkampf einzumischen, also gegen Annalena Baerbock zu arbeiten, vielleicht wenn er nach Deutschland kommt, sich ganz bewusst nicht mit ihr zu treffen und damit sozusagen ihr die Autorität zu nehmen, dass sie für ein Treffen mit den Amerikanern geeignet wäre. Schreiben Sie doch mal in die Kommentare, welche Konsequenzen wird Trump in Erwägung ziehen? Ich bin auf jeden Fall gespannt und drücke Ihnen alle Daumen beim US-Wahlkampf. Bald ist es soweit, dass wir das Ergebnis wissen. Vielen Dank und bis bald.